Okay. Das erweist sich als schwieriger, als ich dachte. Moment. Mal kurz nom 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 zurück. Wenn wir das hier so machen. Ja. So. Ach, dann geht das schon unten rum. Na, na, na. So. Ja. Nein. Moment. Ach, das muss gar nicht gleichzeitig stimmen. Okay. Es musste nur übertragen werden. Es muss nicht gleichzeitig stimmen. Alles klar, gut. So, das wären dann alle, mit denen wir arbeiten können. Bereit, auf den Knopf zu drücken? Du kennst mich doch, ich bin immer bereit. Uns fehlt trotzdem die Kindheit. Die ganz frühe. Sehr ärgerlich. Alles klar, dann schauen wir mal, was für Souvenirs Johnny uns vom Mond auf mitgebracht hat. Ladies first? Diesmal nicht Süße. Okay. Okay. Wir steigen lieber etwas später ein, damit wir die Ergebnisse bekommen. Das heißt, wir gehen ganz nach rechts, ganz nach rechts. Hier. Und schauen mal, wo wir angelangt sind. Das ist dieselbe Umgebung wie in der letzten Erinnerung, auf die wir zugegriffen haben. Normalerweise müsste sich doch wenigstens etwas geändert haben. Irgendwas stimmt nicht. Diese Erinnerungen, sie fühlen sich nicht so an, als wären sie einfach nochmal passiert. Sie sind exakt gleich. Unmöglich. Das Verlangen wurde transferiert, oder etwa nicht? Doch wurde es. Irgendetwas stimmt hier nicht, und zwar ganz gewaltig nicht. Johnny? Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Déjà-vu, schon wieder. Mein Name ist Dr. Eva Rosalyn und das ist... Was? Ich sage es nicht zweimal. Dr. Neil Woods. Ja. Sherlock. Sherlock Holmes. Nein. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation ge geläufig? Oh, also Sie sind beide von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly. Bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Ja. Und es wiederholt sich. Frieren auch ein. Okay, irgendwas ist schiefgelaufen. Nun. Warte hier. Ich gehe jetzt und sende das Verlangensignal noch einmal. Pass auf, ob sich etwas ändert. Okay. Die Übertragung war definitiv erfolgreich. Hat sich was geändert? Nicht mal ein bisschen. Wie ist das möglich? Selbst wenn das Verlangen alleine nicht ausreicht, warum verändert sich denn gar nichts? Vielleicht braucht es einfach etwas Stimulation, um im Gang zu bekommen. Ja. Nom nom nom. Mehr sag ich nicht. Aus seinen frühen Erinnerungen? So früh wir zurückgehen können. Dann los. Das heißt, wir müssen das Ganze, was wir gerade zurückgegangen sind, wieder vorwärts gehen. Sehe ich das richtig? Das ist aber nicht so früh wie möglich. Johnnys Wunsch, zum Mond zu fliegen, braucht etwas Stimulation, So früh wie möglich war in der Highschool. Vor diesem Date. Naja. Also dann. Ach, cool.
Was zum? An der Kasse haben sie gesagt, dass das ein anderer, dass da ein anderer Film läuft. Naja, egal. Macht es dir was aus, River? Nein, sag nein. Nein, ich mag diesen auch. Okay, dann lass uns reingehen. Mhm. Das verstehen die also als Stimulation. Hoffentlich reicht das für die Zündung. Zündung. Moment, wo ist eigentlich Neil? Ah, lass mich raten, der hockt schon im Film. Neil? Nein? Extra Platz für Schnabeltier. Ja, nein, ich such doch Neil. Geh jetzt wieder zurück. Nein! Ich muss doch John zurückreisen. Durch John. Hey, John. Zum Mond, Liebling. Oh, Henry. Oh je, ich bin viel zu angespannt, um hungrig Filme zu konstruieren. Wahrscheinlich sollte ich mal nachsehen, ob sich bei John irgendetwas geändert hat. Ja. Tut mir leid, dass du dir dafür den Hintern Platz sitzen musstest, Kleiner. So. Dann einmal weiter. Wieder zurück, aber irgendwie. Alles unverändert. Ich muss versuchen, es irgendwo anders zu zünden. Das hier ist doch lächerlich. Geh mal so einen Weg. Lilly? Sorry, Johnny. Aber was muss, das muss. Ja, hier sind wir richtiger. Vielleicht kann man hier etwas versuchen. Aber wo zur Hölle ist Neil? Ich habe jetzt keine Zeit für sie. Also? Hat sie dir eine Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann! Was macht ihr denn noch hier? Es geht gleich los. Wenn wir uns nicht beeilen, sind die ganzen guten Plätze weg. Moment mal. Das habe ich alles in Erinnerung. Es muss sich etwas verändert haben. Aber, wie kann sich denn hier was verändern? Wenn wir später was ändern. Wir haben noch... Also, wenn ich das richtig rekonstruiere in meinem Brain da oben, dann hat doch hier Johnny River gefragt, ob sie zusammen ins Kino wollen. Und dann sind sie in den Film gegangen, wo wir dann später den Film geändert haben, sodass sich in der Vergangenheit was ändert. Das ist doch eher andersrum. Hey, nicht drängeln! Was passiert hier bitte? Irgendetwas ist chronologisch sehr falsch. What? Was geht? Moment mal. Das ist keine echte Änderung. Das ist... Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich hab's schon fast gedacht. Das ist die einzige logische Erklärung. Neil. Wie ihr wisst, bin ich ein Repräsentant der gloriosen NASA. Und ich bin heute hier, um euch alles darüber zu erzählen. Hau rein, Timmy! Wow, das war mies. Aber ich schweife ab. Wie auch immer, ich weiß, dass sich viele von euch die eine Frage stellen. Wie groß ist die Chance, dass ich jemals etwas so Großartiges machen kann, wie zu einem Abenteuer in neue Welten aufzubrechen? Den süßen Duft der Venus zu schnuppern, gegen den Uhrzeigersinn durch die Ringe des Saturns zu schwimmen? Oder vielleicht einfach ein bisschen auf der dunklen Seite des Mondes abzuhängen? Wir von der NASA glauben, dass jeder dazu das Zeug hat, wenn er sich nur richtig anstrengt. Du könntest es sein. Oder du. Oder vielleicht... Du! Aber ich möchte gar nicht zum Mond.
dann ist heute dein Glückstag. Moment, was? Wieso nicht? Was soll ich da? Ich bin glücklich hier auf der Erde. Du willst überhaupt nicht hin? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein, wieso? Nicht mal ein nicht mal das glitzekleinste bisschen? Nein. Anstarre. Nun, als offizieller NASA-Rekrutierungsoffizier erzähle ich euch jetzt ein paar Fakten über den Mond. Um warm zu werden, der Mond ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Und wusstet ihr, dass seine Oberfläche so groß wie der afrikanische Kontinent ist? Doch wirklich, wenn ich das mal vorrechnen darf, würdet ihr versuchen, mit dem Rad einmal um den Mond zu fahren? Und weiter, das Licht braucht 1,5247 Sekunden, um von hier bis zum Mond zu gelangen. Und wenn ihr ein fliegendes Auto benutzt, braucht ihr 130 Tage. Das ist übrigens auch der Grund, Fun Fact am Rande, wenn man zum Mond schaut, schaut man sozusagen 1,6 Sekunden in die Vergangenheit. Weil das Licht eben diese Zeit braucht, um vom Mond sozusagen zu reflektiert zu werden, sodass man den Zustand sehen kann. Physik. Das wusste ich schon. Und das Beste zum Schluss. Leute, die zum Mond fliegen, werden reich und berühmt. Und wir alle kennen die Gleichung. Reich plus berühmt gleich Groupies. So, und damit beende ich meine Präsentation. Ohne PowerPoint. Denkt daran, bei der NASA seid ihr alle willkommen. Besonders dann, wenn ihr brünett seid. Was für eine klägliche Vorstellung. Na, wie war ich? Die NASA wird dich wahrscheinlich nicht anheuern, aber für unsere Zwecke war es wohl mehr als genug. Ich habe wirklich Herzblut gegeben. Willst du mal nachsehen, ob es was gebracht hat? Natürlich, bin gleich zurück. Ich schätze mal nicht. Bin zurück. Erzähl! Grandioser Fehlschlag. Nicht gut. Hey! Lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir immer noch was machen können. Und das wäre? Tja, eine gute Frage. Das wäre das. Wir können es uns nicht leisten, dieses Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können es uns kaum leisten. Er versucht es wirklich mit allen Mitteln und Wegen. Aber können Sie sich die Mondlandungslotterie leisten? Wenn Sie dieses Haus verkaufen, könnten Sie es definitiv. Nein. Die Diagnose steht fest? Ja. Wussten Sie, dass Mitarbeiter der NASA exzellente Krankheitsversicherungsleistungen bekommen? Tatsächlich. Sie beide und... Sie und Ihre Liebste. Ponyreiten für Lau im Moor. Sie planen eine Hochzeit. Tolle Sache. Wie wäre es mit einem Rätsel? Ratet mal, wo ihr ganz Monden Flitterwochen machen könnt. Was zur Hölle? Ich glaube, das bringt irgendwie alles nicht so viel. River? Wo bist du, mein Schatz? Verdammtes Glas, rutschig. Johnny,
schon. Was zur Gurke? Puh. Weißt du was? Es klappt einfach nicht. Das ist mehr als ein einfaches Nicht-Klappen. Das ist lächerlich. Wir sind Profis, verdammt nochmal. Ich mache diesen Job nicht, um durch die Gegend zu rennen und Leute anzuschreien. Nicht? Ich glaube, es liegt einfach an unserem verdammt langen Tag. Hätte ich gewusst, dass wir die Nacht durcharbeiten, hätte ich Kaffee mitgebracht. Absolut. Du hättest mal den Film sehen sollen, den ich vorher verbrochen habe. Welcher Film? Siehst du, das meine ich. Wie auch immer, so kostbar unsere Zeit hier auch ist, in diesem Zustand kommen wir einfach nicht weiter. Machen wir Pause bis morgen früh. Hoffentlich hält Johnny bis dahin durch. Ich muss ein paar Anrufe machen.